Olympiaregion Seefeld, Knaus Innovative Caravans und Reisemobile, Cross Country Academy Martin Tauber. Willkommen zum XCGDWM-Stammtisch am Tag des Staffelrennens der Damen. Und ich darf zwei interessante Gäste heute wieder begrüßen. Zum einen Nadine Fendrich aus der Schweiz, hier bei der WM schon viermal in den Top 10 bei vier Starts. Servus Nadine. Hallo. Und zum anderen Thomas Brenzel, Juniorenweltmeister in der nordischen Kombination in den 80er Jahren, inzwischen für die Freie Presse als Sportredakteur tätig und ja, lange Jahre in der nordischen Szene unterwegs. Servus Thomas. Servus. Ja, Nadine, ich habe es angesprochen, diese WM hier ist, denke ich mir, ganz nach deinem Geschmack, oder? Von den Ergebnissen her. Ja, ich denke, es ist sehr gut. Es gab zwar viele Auf und Abs diese Woche, aber im Großen und Ganzen ist die Bilanz positiv. Du hast in Konje aufgezeigt, sage ich mal, mit einem zweiten Platz im Distanzrennen. Man kannte dich ja bislang eher als Sprinterin. Wie erklärst du dir diese Leistung da im Distanzbereich? Ja, ich laufe sehr gerne auch Distanzrennen, nicht nur Sprint, und ich trainiere auch beides. Und ich denke, klassisch konnte ich schon immer gut zeigen, dass ich Distanz auch gut mache. Skating habe ich noch ein bisschen mehr Mühe über die Distanz. Aber ja, dass es so weit nach vorne reicht, hätte ich nicht gedacht. Und dann kam über 10 Kilometer klassisch hier bei der WM ein fünfter Platz. Überraschend für dich, nach dem Vorergebnis, sage ich mal, wo ja doch nicht alle Top-Läuferinnen am Start waren in Konya. Ja, ich habe mich gefreut, dass ich es bestätigen konnte, diesen zweiten Platz, auch wenn wenn alle eigentlich hier sind. Und ich hätte es zwar nicht gedacht, dass es so weit nach vorne reicht. Ich hätte gedacht, dieser zweite Platz ist etwa Top 10 wert, wenn alle da sind, ja. Nun haben wir heute die Staffeln gesehen. Leider für euch durch Laurien van der Graaf am Anfang schon relativ weit hinten. Hast du mit ihr gesprochen? Was war genau los auf der Strecke bei ihr? Ja, sie ist eigentlich so fast zusammengebrochen. Sie hat nur noch schwarz gesehen und ich bin froh, dass sie es noch geschafft hat bis zur Übergabe. Aber ja, ist natürlich schade und ist auch schade für sie, dass es so gelaufen ist. Du hast selber dann die fünfte Laufzeit auf deiner Runde gehabt. Nur 20 Sekunden hinter der Ösberg, die da die Bestzeit hatte. Ist aber ein weiteres gutes Ergebnis für dich, oder? Ja, ich denke, ist ganz okay. Ich musste alles alleine laufen, aber ich konnte mir das Rennen sehr gut einteilen. So. Wie waren die Bedingungen heute draußen? Wir wissen ja aus den vergangenen Tagen, es ist relativ nass, feucht, sage ich jetzt einmal, und tief teilweise. Ihr wart aber heute auf dem blauen Kurs unterwegs, also von dem her, wie waren die Bedingungen? Es war ganz okay, ein bisschen nässer als noch beim 10er, aber es war okay. Es ist sicher immer noch schwierig, weil die Bedingungen sehr unterschiedlich sind. Manchmal eher mehr trocken und manchmal nass und dann auch so glasig, aber ja, unsere Serviceleute haben das sehr gut gemacht. Wir hatten wieder super Material. Am Ende ist es ein 10. Rang geworden. Was hattet ihr gestern euch als Ziel gesetzt? Ja, unser Ziel war einfach, dass wir alle vier Läuferinnen unser 5 Kilometer laufen können, das Beste aus uns rausholen und dass wir auch unser Rennen einteilen. Und ja, ich denke, der Zwischenfall mit Laurin, das war schade da. Das war natürlich, das ist, wie soll ich sagen, das kann man nicht, das will man nicht so, aber es ist halt so passiert. Und dann danach, wir drei haben eigentlich alle gute Rennen gezeigt. Besser lief es für die deutschen Damen, die heute auf Rang 4 eingelaufen sind. Wenn wir uns mal die Einzelleistungen anschauen, Vicky Karl und Katharina Hennig, auf den Klassikpositionen waren, denke ich mir, voll mit dabei, oder Thomas? Ja, also ich glaube, die ganze Staffel, nicht nur im Klassik, auch die anderen beiden, das war einfach eine... Würde ich nur dazu kommen, ja, deswegen... Nee, das war eine tolle Geschichte. Katharina Hennig hat ihre Leistung von der Saison auch bestätigt, dass sie im Aufwärtstrend ist. Sie war noch kurz vorher krank. Das war eine super Staffel und vor allen Dingen von der Emotion her. Ich habe selten so einen Viertplatzierten gesehen, der sich so gefreut hat.
Also das war einfach toll und die Mädels sind ja noch jung. Katharina Hennig hat bei der U23 WM mitgemacht, dort eine Medaille geholt. Und da wächst schon was für die Zukunft zusammen, was Deutschland eigentlich hoffen kann. Nun haben wir dann gedacht, auf den Skating-Positionen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, da dran zu bleiben. Aber Sie haben es trotzdem geschafft, dann an Russland dran zu bleiben und damit weiterhin die Spannung aufrechtzuerhalten, dass es noch zu Bronze reichen könnte. Ja, wie hast du das erlebt, die zwei Abschlusspositionen? Die Taktik war ja so ausgerichtet, dass sozusagen die Allerbesten vorn dran sind und dass man erstmal so lange wie möglich mithalten will. Weil in der Vergangenheit war es immer so, dass ziemlich frühzeitig für Deutschland die Messen gelesen waren und da hat man sich für so eine offensive Taktik entschieden. Und das war absolut richtig. Die Sandra Ringwald hat sogar dann, was wie der Bundestrainer gesagt hat, mit der Brechstange versucht. Da musste sie dann zum Schluss noch büßen, hat aber trotzdem noch die Tuchfühlung aufrechterhalten. Und ja, dass so eine junge Athletin dann wie Laura Gimler zum Schluss da dass die Sensation noch nicht schafft, da kann man dem Mädel nicht böse sein. Das war trotzdem eine tolle Leistung und sie hat selber gesagt, dass sie schneller laufen wollte, als ihr Körper das noch hergegeben hat und deshalb gestürzt ist. Aber auch ohne den Sturz wäre das der vierte Platz gewesen und das war okay. Wenn man das mal sieht, man ist vor Italien, man ist vor Finnland, ja, das ist einfach eine gute Sache. Und vor der Schweiz. Ich weiß, spekulieren ist immer ein bisschen mühselig, aber hättet ihr euch schon ein bisschen erhofft, da mit den Deutschen um die Plätze zu kämpfen? Ja, ich denke, letztes Jahr an der Olympiade war es ja ganz eng mit den Deutschen. Wir waren siebt und sie gleich sechst. Und sie haben uns noch, glaube ich, auf dem letzten Kilometer geholt. Darum haben wir gedacht, dass es vielleicht reicht, mit ihnen da mitzukämpfen. An der Spitze gab es das Duell Schweden gegen Norwegen. In einer Weise, wie wir es bislang auch noch nicht gesehen haben, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch dadurch verursacht, dass es eine Umstellung gab. Therese Johag als Schlussläuferin kannten wir so noch nicht. Wie schätzt du das ein? War das am Ende vielleicht sogar die falsche Entscheidung? Da bin ich ein bisschen zu weit weg, muss ich zugeben, um das jetzt beurteilen zu können, ob das gut oder schlecht war. Klar ist Dina Nilsson eigentlich die auf der Zielgeraden wohl besser ist als Therese. Ob das jetzt eine falsche Entscheidung war, würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen wollen. Aber ich glaube nicht, dass die Falschen gewonnen haben. Und in Dresden, wo ich beim Weltcup auch war, im Sprint-Weltcup, haben wir gesehen, wie gut die Schwedinnen sind. Auch mit der jungen neuen Läuferin Frida Karlsson, das ist wirklich fantastisch, wenn so eine junge Frau nachkommt für ein Land, da kann man einfach nur einen Hut ziehen. Kommen wir vielleicht nochmal zu der Aufstellung von Therese Johag. Wenn du norwegische Trainerin gewesen wärst, hättest du das auch so aufgestellt oder wärst du anders an die Sache rangegangen? Ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht ganz, was die Überlegung dahinter ist. Ich denke, ich hätte es ein bisschen anders aufgestellt, ja. Ja. Kommen wir noch zu Frida Karlsson, eine 19-jährige Schwedin. Wie viel hattest du bislang mit ihr zu tun oder hast du sie auch erst beim letzten Weltcup in Konya dann im Endeffekt kennengelernt? Nein, ich habe schon das schon länger ein bisschen gesehen, wenn man bei Schweden, bei den Rennen in Schweden, da war sie auch immer mit Kalla und Ebba Andersson dabei und dann auch an der Junioren-WM habe ich auch die Wettkämpfe geschaut auf dem Livestream und da war sie auch sehr stark. Und daher wusste ich eigentlich, dass da eine sehr starke Läuferin kommt. Dass sie heute die Özberg nicht in die Schranken verweisen konnte, glaube ich, kann man ja jetzt nicht verübeln, oder? Nach den Wettkämpfen, die sie bislang abgeliefert hat. Nein, sicher nicht. Auch Özberg ist eine sehr, sehr starke Läuferin. Das ist nicht einfach, sie in die Schranken zu weisen. Kommen wir noch zur Einschätzung insgesamt. Norwegen heute verloren ist sicherlich eine Negativschlagzeile wert in Skandinavien oben. Und für die Schweden natürlich ein Tag zum Feiern, oder? Sicher, aber ich glaube, ich weiß nicht genau, 8 Goldmedaillen hat Norwegen im Langlauf gemacht. Ich denke, da ist trotzdem nichts aus dem Lot gekommen. Zweiter Platz wird Norwegen nicht dran kaputt gehen, das sage ich jetzt mal. Dann gab es heute noch einen zweiten Wettkampf. Die nordischen Kombinierer waren unterwegs. Leider nicht so erfolgreich für das deutsche Team. Wie hast du es gesehen? Nach dem Springen war ja schon relativ viel verloren, sage ich jetzt mal.
Da gab es eben wieder Gold für Norwegen und da hat Norwegen eben diesmal auch zurückgeschlagen. Eigentlich war der Wettkampf heute in der Richtung, wie die Saison gelaufen ist. Jarl Magnus Rieber hat gewonnen. Er hat, glaube ich, 10 oder 11 Weltcupsiege vorher gehabt in der Saison. Und da hat ganz sicher nicht der Falsche gewonnen. Er ist in Innsbruck mit dem Springen nicht so richtig zurechtgekommen. Ist auch noch ein junger Mann, das darf man nicht vergessen. Der auch erst lernen muss, beim Saisonhöhepunkt dann da zu sein, wenn es drauf ankommt. Und das hat er heute gut gemeistert. Er ist hier laut der Trainer schon immer gut gesprungen auf der Seefelder Schanze und hat das heute einfach umgesetzt und ist verdient Weltmeister geworden. Bei den Deutschen muss man sagen, da war nach dem Springen schon der Rückstand zu groß. Außer bei Vincent Geiger, der hätte noch eine Medaillenchance gehabt. Aber er hat es heute im Laufen heute nicht so rübergebracht, was er schon zum Beispiel in Klingenthal auch gezeigt hatte, wo er mit Rieber auf der Ziellinie gekämpft hat und nur um eine Hundertstel, glaube ich, verloren hat im Fotofinish. Also er hat es heute läuferisch einfach nicht geschafft. Der Trainer sagt, dass auch sein Laufstil diesen Bedingungen in dem Pappschnee nicht so zugutekommt, weil er zu sehr etwas auf dem Vorderski steht und da muss man doch das Gewicht vielleicht ein bisschen nach hinten verlagern. Ich weiß nicht, wie schnell man das im Wettkampf dann auch umsetzen kann, aber das hat heute einfach nicht gereicht und Erik Frenzel, der sensationell ja gewonnen hatte auf der Großschanze, da war heute ein bisschen die Luft raus, hat er auch selber zugegeben, die Anspannung konnte er über die Tage, die Pause waren, nicht richtig aufrechterhalten. Aber trotzdem hat er ja schon 2 Goldmedaillen und es ist noch ein Teamwettkampf, da kann noch was kommen. Da dürfen wir uns Hoffnungen machen wieder auf Medaillen. Ja, auf jeden Fall. Also die 3 Nationen, Österreich, Norwegen, Deutschland, sind in der Kombination momentan so stark vornweg, dass da schon viel passieren müsste, wenn die 3 keine Medaillen bekommen. Also das kann immer passieren, aber die sind klar favorisiert. Weil du gerade noch Österreich ansprichst, ein Wort noch zu Benny Gruber, der da sensationell auf Silber vorspringt. Habe ich mich absolut gewundert, wie er mit 36 Jahren so eine Laufleistung noch abrufen kann. Hut ab. Also da habe ich mich schon bei einigen Höhepunkten gewundert. Ich glaube, auch in Vancouver hat er bei Olympia 2010 super Langlaufrennen gemacht, wo ich auch gedacht habe, der Bernie, wo nimmt er das her noch? Aber er hat geschafft. Er ist ja als 5. Mann ganz knapp erst zu der WM gekommen hier, hat sich dann am Ende in der Ausscheidung durchgesetzt bei den Österreichern und ist hier in so eine Art Flow reingekommen und fährt jetzt mit einer Medaille nach Hause. Also besser konnte es nicht sein. Morgen Staffeln der Herren mit Schweiz, mit Deutschland. Wie schätzt du euer Team ein? Ja, ich denke, es ist sicher, Staffeln ist immer eine coole Geschichte, ist immer viel möglich und ich denke, sie haben sicher gute Chancen auf ein sehr gutes Resultat. Kann es vielleicht sogar zu einer Medaille reichen oder sind da die vorderen Nationen wie Norwegen, Schweden und Russland einfach zu weit weg? Ja, ich denke, es ist vieles möglich, weil Staffel ist immer sehr speziell, weil 4 Läufer sind, das haben wir heute gesehen. Bei uns dann ist es halt auf die andere Seite gefallen, aber es kann eben auch auf die positive Seite fallen und daher denke ich, würde ich das nicht ausschließen. Das deutsche Herrenteam, eine Medaille wäre, denke ich, mehr Sensation. Da glaube ich, sind wir uns einig. Was denkst du, in welche Positionen kann es gehen morgen? Also Medaille auf keinen Fall, es ist klar, das wäre wirklich eine große Sensation, aber ich sag mal, das Ergebnis heute der Mädels, das kann auch was bewirken und ich denke mal, um Platz 6 sollten sie kämpfen, das wäre eine gute Platzierung für Deutschland und dann muss man mal die Saison analysieren, weil bei den Herren in Langlauf ist halt doch ein bisschen, sage ich mal, der Wurm drin momentan, aber es gibt auch Gründe dafür, Thomas Bing konnte nicht hier sein, hat sich verletzt vorher, also man darf nicht alles schwarz malen, aber man muss schon mal genau hingucken, was da vielleicht noch besser gemacht werden kann. Vielleicht noch ein Goldtipp von euch beiden? Schwierig? Ja. Norwegen oder Russland, denke ich. Thomas? Ja, ich denke schon Norwegen. Also für mich eine Staffel Herren ist immer Norwegen für mich Top-Favorit. Wir werden es uns anschauen und hoffentlich morgen genauso spannende Staffelrennen oder ein spannendes Staffelrennen der Herren erleben wie bei den Damen heute. Und damit danke euch fürs Kommen. Ich habe auch noch ein Gastgeschenk für euch, das XCG.de Stirnband. Danke euch. Danke. Und wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Stammtisch. Bis dahin. Servus.